Moin, Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge Stationiers. Ich freue mich total. Ja, ich freue mich riesig. Nächste Folge, ja. Es bin ich ehrlich, heute nicht die erste. Ja, wir schreiben 4. Januar. Und jo, geht weiter. Wir müssen draußen wieder am Händler die Dinge verkaufen und das Silo noch fertig bauen. Ich habe mir Sheet schon gegrabt und ich habe einen Händler schon gerufen. So, checke die Check. Was ich nicht gemacht habe, ist hier Abgas. Suit Abgas weggewastet. Ja, das muss ich auf jeden Fall eben noch tun. So. Und jetzt können wir rausgehen. So, es sieht alles für die aus. So, können wir nochmal hier Live Support nochmal voll machen. So, stromtechnisch angeschlossen war es schon. Wir nehmen wieder kein Werkzeug in der Hand. So, und das chancen wir, damit wir rauskommen hier. Na, Kollege, willst du uns wieder unseren Kram abverkaufen? Kobalt. Ja, das war schon klar. Also mein Riot hat nicht so viel Geld. Und es wird echt viel Kobalt langsam. Wirklich richtig viel Kobalt. Ja, aber was wollen wir machen? Unsere Rakete bringt nun mal so viel. Rat mein Right Ors. So, gut. Confirm. Und tschüssi. Haben wir das. So, jetzt können wir gleich Plastic Sheets in den Wälder nehmen. Ja, auch noch ein paar Steel Sheets mit rausnehmen können. Hätten wir das denn alles gleich fertig geschweißt. Aber habe ich einfach nicht dran gedacht. So, Cable Coil. War da. Und was? Nee, 5 Cable Coil. Achso. Können wir nicht aufnehmen, wegen weil es ein Werkzeugslot. So. Und. Gut, SCB-Silo läuft, ist angeschlossen. Das heißt, die Rakete kann erstmal sortieren und sortiert dann erstmal den Uran und den ganzen Scheiß alles raus. Gut. Sehr gut sogar. So, erstmal ein Schlücksche Käfsche. Oh, das Leben ist echt schön so. Wirklich. So, hast du nur 0 und lass mich mal schneller reinkommen. Essen zeitig. So. Gut, so. Checkliste. Wir haben Eisraum, check. Funktionsbereit, Sorter sind programmiert, es ist einfach alles eingeschaltet. Wir haben Müllcontainer für Kobalt, Kohle, Uran. Check. Wir haben die Sortierung und die Stacker programmiert, check. Wir haben die Furnace nicht ready, nicht check. Also die da hinten. Aber Handbetrieb würde gehen. Handbetrieb würde gehen. Gut. Es wäre mir noch ein inneres Bedürfnis, wenn man da Temperaturdruck sehen könnte. Ja. Konsole.
Guest Display, doch. Guest Display. Also die Guest Displays, bin ich ehrlich, habe ich nicht dolle zu schätzen gewusst. Aber mittlerweile, du klatschst die einfach an die Wand, sagst, was du sehen willst, fertig ist die Laube. Finde ich doch schon nice. Muss ich sagen. Also bin ich doch schon von angetan. Ja. Das Werkzeug, genau. So, Guest Display, Guest Display. Weg. Weg. Ein. Ein. So. Advanced Furnace Pressure. Advanced Furnace Temperatur. Druck. Hey. Ofen Temperatur. Jawohl. Gut, sehr gut sogar. Ich bin zufrieden. Nur ein kleines Schmankerl, ne, am Rande. So, sehr schön. Sehr schön, wirklich sehr schön. Oh, es wird wieder Nacht. No, nein. Ach, Schwund ist überall. So, haben wir den auch. Haben wir den Ofen, haben wir. So, der würde aber tatsächlich eine Weile gehen, aber ohne Steuerung. Ah. Vor allen Dingen ist die Steuerung ja nicht schwierig. Steuerung ist ja super einfach. Und bis auf den PC, nee, wir haben alles da, wir haben sogar einen PC da. Das ist so. Wir haben sogar einen PC da. So. Oh. Offenes Main. Offenes Anlage. Müssen wir uns nur den klauen? Klick. Und jetzt haben wir uns die Steuerung von da vorne geklaut.
So. Es ist eigentlich relativ super, super einfach. Da gibt es eigentlich kein großartiges das hier. Ja, gibt's nicht. Das hier. Oh, machen wir Chance. Wir definieren das ums Define soll 1000 Kelvin. Define soll mindestens 20.000. Was wir nicht haben, ist ein Tank Hot Gas. Was wir nicht haben, ist Hot Gas. Und wir haben auch keine Kühlung drin. Wir haben Alias P Abgas D1. Den haben wir ja. So, Abgas. So, Start. So, wir haben hier Jal-Abfrage. Ach so, er soll Jal-Abfrage machen. Das haben wir nicht. Nochmal. Ich muss mit dem rauslaschen. Wir haben den nicht. Wir haben aber eine P-Abgas. Wir haben einen Tank Abgas. Wir haben hier ein Define. Weil wir das nicht mehr auslesen, wie defini ich definiere das. Define, die Temperatur 1000 Kelvin. Der Mindestdruck 20.000 Kilopascal. So, das erstmal dazu. Abfrage ist okay. Wir brauchen keinen Hotgasdruck mehr. Wir brauchen den Abgasdruck. Abgasdruck. So. Dann müssen wir dann natürlich. Oh, man kann das Fenster ja durch die Gegend schieben. Aha. Sehr interessant. So, Abfrage. Load Batch. Load Batch. Das ist vollkommen okay. Load in Solltemperatur. Oh, nee. Also Soll T und Soll D ist das sogar. Machen wir also. Das ist der Mem. Soll T und Soll D. Können wir uns nämlich diese Kollegen hier komplett sparen. Da wir hier in der Abfrage das immer wieder ausgelesen haben. Und das brauchen wir in dem Fall ja nicht. Ja, das ist ganz wichtig. So, und hier ist es Abgas, Druck vom Tank. Abgas. Ja. Das haben wir ja gar nicht. So. Furnace Druck, Jambra, das ist alles okay. So. Wir haben keine P Hotgas mehr. Wir haben aber eine P Fuel und eine P Abgas. So, gut. Warten. Warten ist ja prinzipiell noch da. Genau.
Komplettsumme. So, ist die Summe, soll er warten? Bei mir soll er ja gar nicht warten. Das ist, wenn die Null sind, dann springe bitte auf Warten. Das haben wir so gar nicht mehr. Sondern wir haben... wir haben Folgendes. Wir haben eine Abfrage, einen Schalter. Wir haben eine Abfrage, einen Schalter. Und zwar ein Alias. SW1 ist auch G2. So. Gut. Auch ich muss mal Dinge tun. Jetzt bin ich voll aus dem Fluss, verdammt! Wir haben einen Schalter. Gut. Und zwar den Schalter müssen wir oben in die Abfrage reinbringen. Oh. Wir sollten vielleicht zwei Schalter machen. Einmal Anlage aus und einmal Anlage leeren. Das sollte man machen. So, auf jeden Fall die Abfrage. Wir müssen schon wieder... Oh, confirm. Das müssen wir mal confirmen. Wir sind hier schon auf 80% runter. Wir verrecken hier noch. Es ist so geil. So, gut. Wir haben wieder was getrunken. Unsere Vitalität kann wieder steigen. Wir waren hier am PC. Genau. So, das heißt, wir haben hier... Wenn es ein... So, Alias... Anlage ein. Ja, hier. So, also... So, Abfrage. Müssen wir also einen Load-Befehl machen. Load SW Anlage ein. SW ein. Setting. Ja. So, im Notablass sollten wir noch mit einbauen, dass wenn er Notablass macht, der Abgastank. So. Hier müssen wir, also hier machen wir das ja gerade. Wenn er in den F-Druck Notablass geht. So, jetzt müssen wir ganz kurz überlegen. Es gibt ja nicht nur Alarm. Obwohl, wir könnten ja... Es gibt ja auch den Alarm, wenn der Abgastank zu voll ist. Ja, also der Abgastank ist auch so eine Geschichte, die wir... So, Not von Ace nennen wir das. Not. Ja, Not von Ace. So. Oh, Branch greater than. Abgasdruck. 52.000 Notabgas Doppelpunkt Notabgas
Jump Start Set P Abgas Setting 100. So, und dann machen wir hier auch Set P Fuel on 1. Set P Fuel P Abgas on 1. Und ein Jumpstart dahinter. So, und hier machen wir auch noch den Branch Creator Zen Abgas Druck 52.000 und Abgas. Ne? Das heißt, bei dem müssen wir. Genau, den fragt er als erstes ab, dann landet er hier. Und danach fragt er den und danach macht er. Also die hier unten ist jetzt die Notgeschichte. So, T runter gibt es gar nicht mehr. Es gibt keine Funktion Temperatur runter. Die brauchen wir nicht. Weil die Temperatur sinkt automatisch. So, Druck runter gibt es noch. Druck runter gibt es noch. Hat allerdings nichts mit der Abgasgeschichte an sich zu tun. So. Druck hoch. D hoch R. Ach so, das ist so eine Rückgeschichte. Wenn er den Druck erhöhen soll, aber einen Überdruck erreicht hat, dann soll er wieder runtergehen auf 20 und neu fummeln. Genau, das bleibt ja erstmal so, bis auf, dass es keine Kühl- und keine Hotgas mehr gibt. So, T hoch Hot gibt es weiterhin. D hoch. Es gibt eigentlich nur noch ein D hoch. So. Und zwar den gibt es prinzipiell nicht mehr. Es gibt nur noch ein D hoch. Furnace-Druck. Die hoch runter heißt das übrigens. Punkttemperatur. Genautemperatur. So. Diesen ganzen Quatsch gibt es eigentlich gar nicht mehr.
So, 50.000. Punktdruck gibt keinen Punktdruck, gibt auch keinen Punktdruck 2. Das haben wir alles gar nicht mehr. Oh, jetzt habe ich die ganze Zeit vergessen, ein bisschen was zu erzählen. Ich hier so mit dem Löschen beschäftigt bin. Es gibt auch keine Punkttemperatur in dem Sinne. Es gibt nur ein D hoch und ein hier runter. Das ist eigentlich T hoch, Temperatur hoch. T hoch, Temperatur hoch. Temperatur hoch und Druck runter, mehr gibt es hier gar nicht. T hoch. T hoch. T hoch. So, das haben wir also. So, wir haben hier auch keine. Wir haben nur die P-Abgase. 0000. Ja, Abfrage. Range Greater Than. Abgas größer 40, 50.000. Soll er warten. Eine kleine Sicherheitsgeschichte. Range Greater Than. Wenn F-Temp größer ist als Solltemperatur, dann soll es auch warten gehen. Wenn nicht, gehst du runter. So, und wenn nicht, gehst du auf Schmelzen, buff. Und bei Schmelzen guckst du erst, ob der Druck. Ne, da oben gehst du bei Abgas. 52.000 gehst du auf Warten. Ich sag mal 51. Die 1000 hier runter, ansonsten sollst du warten. So, bei Temperatur hoch. F-Druck größer. Zweiundzwanzigtausend sollst du erstmal runter den Kram. Oder wir sagen mal 30.000.
So, das müsste schon gewesen sein. Ach so. So. Trend equals zero. Anlage ein. Warten. So. Das müsste es gewesen sein. Dann müsste man noch Alias so. Das sollte erstmal als Notprogramm reichen. So. So, P-Fuel. Oh, P-Fuel ist Gasmixer. P-Fuel ist Gasmixer. Unit. Set, wie nennt man das von Ace? So, von Ace on 1. Set on Ace on 0. Set on Ace on 1. Was ist das denn für ein Scheiß? Kann das mal weg? So. Ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht. So. Jetzt müsste man kurz... Wir waren am Schrauben einstellen. Confirm. Export, Export. Achso, P-Fuel war ja immer noch der Gasmixer. Man muss den Gasmixer implementieren. Alias Fuel. Pipe. Ja, 5.
Alias Gas Mixer. D4. Eigentlich könnte das ja so eine Art separate Geschichte sein, dass er dieses Gasmixen halt ständig macht. Gasmixer. Doppelpunkt. So, Gasmixer. Eine Abfrage ist natürlich mit drin, denn Load NGS NGS D5 NGS Gas Mixer. Load in Fuel Pipe NGS Pressure. So, und hier ist ganz einfach Set Greater Than Fuel Pipe Set Greater Than Fuel Pipe 2000 SLT 5000 Set Gas Mixer on Fuel Pipe. Bam bam. So, läuft unabhängig von einander. So, dann haben wir natürlich keine Fuel-Pumpe mehr in dem Sinne. P-Fuel ist mit mal weggefallen. 0, 1, 2, 3, 4. So, damit haben wir keine P-Fuel mehr. Set P-Fuel gibt's nicht. Bam. ZP Fuel gibt's nicht. ZP Fuel gibt's nicht. ZP Fuel gibt's nicht. Set Gas Mixer on 0. Set Gas Mixer on 0. Confirm. Export. So, habe ich die schon benannt. Eine Fuel Pipe. GS Fuel. So, P-Abgas gibt's noch nicht. P-Abgas gibt's noch nicht. Ja.
So, wir müssen also mal kurz. Er kommt tatsächlich von unten. Man könnte, wenn man denn möchte. Also der geht tatsächlich nach da. Man muss den in eine Hallenerweiterung setzen, die er da hinkommt. Das heißt, damit es erstmal funktioniert, egal ob es in Störung geht oder nicht, spielt ja überhaupt keine Rolle, muss ich einfach nur irgendwas setzen, was halt diese Pumpe simuliert. Ob die jetzt angeschlossen ist oder nicht, das juckt ihn ja gar nicht. Da muss nur irgendwas sein. Am besten tatsächlich eine Pumpe. Es könnte auch eine Wasserpumpe sein, aber ich will da mal gleich eine richtige Pumpe hinsetzen, ich eben anwählen kann. Ja, das ist eben einfach so. Und das machen wir dann auch. Oh Mann, ey. Was ist denn das für eine Scheiße hier? So eine Kacke aber auch. Und hier ist schon wieder so viel Mist drinne. Ist doch zum Heulen. Hier. Natürlich kommt ihr immer zum Schluss. So ein verdammten Mistscheiß. Das ist immer blöd, wenn das passiert. Das mag ich nicht. Hast du genau noch 2 Gramm Eisen reicht? Kommt der denn da schon wieder her? Sag mal. So. Damit die Steuerung erstmal irgendwas irgendwie steuert. So, einfach stumpf ein Kabel dran. So. Die Dummy. So. So, jetzt kann ich hier P-Dummy. Den SW1 gibt es ja. Wie heißt du? SW Erzbearbeitung, tatsächlich. Ich kann mir komische Namen ausdenken, wa? Tank Abgas, wie heißt du? Tank Small Insulated. Weißt du tatsächlich? T Abgas. So. Gasmixer. GS Fuel. Ist das nicht eigentlich GM statt GS? Eigentlich GM. GS Fuel und Anna. Anna Fuel Pipe. Und No Device. Und Add 29 ist irgendwas nicht ganz koscher. So, Edit 29 Set Base. Set Batch. Set Batch. Set Batch. Set Batch. So, confirm.
Export, Export. Ach so. Edit. Edit heißt auf jeden Fall, das können wir bei jeder Abfrage machen. Ist der Batch Ronays Open 1. Confirm Export Export. Der darf niemals nicht auf sein. So. Ja, wir haben hier 5,17 Megapascal. Achso, Druck ist ihm egal. Druck ist ihm egal. So, damit würde jetzt die Anlage erstmal laufen. So, haben wir das auch abgeschlossen. So, Checkliste. Fertig. Jetzt muss der da noch gemacht werden. Dass wir die Schrauben wieder eingestellt haben. Und den Fuel erstmal hoch. Input 2. Input 2 muss also 66 haben. 60, ja. Ach so, geht nicht. Denn wir machen mal wirklich nur die Beine wieder auf. Ja, Rohrbefüllung. Das ist so geil, dass es funktioniert. So, jetzt machen wir mal so. Jetzt haben wir hier schön Fuel. Ja, Mischung ist okay, könnte besser sein. Wir haben ein bisschen mehr Sauerstoff. Ja, Mischungsverhältnis mal ein bisschen ändern. A2 ist hier wieder dran gekommen und X. So, er mischt hier fleißig Treibstoff. Wie sagen wir jetzt 10 Megapascal roundabout. Mischt er jetzt hier schön Treibstoff zusammen. Qualitativ sehr hochwertig. Und dann passt es schon. So, 68, 67, 33, 10 Grad warm. Ja. Lass ihn mischen. Sehr schön. Irgendwie viele Mols. So. Sprit haben wir also mehr als ausreichend da. 10,48. Das ist so geil. Leute, ich freue mich wirklich. Das ist so geil. Jetzt haben wir da oben noch die Schrauben einzustellen.
So, da müssen wir sicherlich noch was ran. So, SW1. SW-Anlage ein. SW-Auto, SW-Rakete-Auto, MEM-Modus. Habe ich bestimmt nicht so genannt. Nennt sich bestimmt noch. Ne, habe ich so genannt. Nennt sich tatsächlich MEM-Modus. Den haben wir SW-Not aus. Rakete Notrückkehr. Jetzt wäre Rakete Notrückkehr. IC-Steuerung. Ist nennt sich IC-Rakete-Steuerung. IC-Rakete-Steuerung und Anna Fuel. Anna Fuel. Anna Fuel. Das hatte irgendwas zu tun mit, wenn die Rakete nicht da ist. Das war da irgendwie, war irgendwie blöd. Das ist tatsächlich so. Anna Fuel Output. So, Rakete. Automated Rocket Automation Module. DPR-Modus. Ist DPR-Modus. MEM-Modus. MEM-Modus. DP-Fuel. DP-Fuel. DP-Silo und No Device. So, das heißt, DP-Silo ist jetzt hier useless in dem Fall. Nur nicht angeschlossen. So. Auto Electropipe. Ach so. Import, Import, Edit. DP-Silo. Weg ist er. Wetter sagt ja auch gut. So, wir haben wieder Hunger und Durst.
Sehr schön. Gut, alles klar. Lassen wir zusammen, Leute. Es war mir eine Ehre, wieder die Folge mit euch verbringen zu dürfen. Ich bin hier drauf. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch gefallen hat. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüssi!